IBE, der amtierende Meister, macht in diesen Tagen so ein bisschen den Spagat zwischen der Champions League-Qualifikation und dem Schweizer Cup. Zwischen der Verlockung und der Pflicht also. So ein richtiges Kontrastprogramm. Im Cup trifft IBE auf Biel. Und Biel hat vor 7 Jahren bewiesen, dass sie die ganz Grossen aus diesem Wettbewerb rausschiessen können. Sie haben damals Basel geschlagen. Der Glaube an ein weiteres Wunder, der lebt in Biel. Auch weil es den Bielern in der Meisterschaft ausgezeichnet läuft. Nach dem Aufstieg haben sie in der ersten Liga die ersten beiden Partien stilsicher gewonnen. Aber der Tabellenerste der Super League ist ein anderes Kaliber. Bereits nach 5 Minuten hat Michel Ebischer diese Riesenmöglichkeit. Das hätte eigentlich ein Tor sein müssen. Die Young Boys machen von Beginn weg so richtig Druck. Nur 4 Minuten später in Zame mit einer weiteren Chance. IBE sucht die schnelle Entscheidung, vielleicht auch mit Blick auf die bereits in 4 Tagen stattfindende Champions League Playoff-Partie gegen Dynamo Zagreb. In der 16. Minute noch einmal in Zame, aber es steht weiterhin 0:0. Die Bieler verstecken sich aber nicht. Und wenn sich eine Möglichkeit bietet, dann sind die Seeländer da. Wie hier Nolan Nuzzolo, der aber an Marco Wölfli scheitert. Marco Wölfli, der in dieser Cup-Partie das Tor der Young Boys hütet. Nuzzolo wartet zu lange, da ist Wölfli schon zur Stelle. Eigentlich läuft die Offensive von IBE wie geschmiert. Ebische mit dem Außenriss und wieder in Zame, aber dieses Mal trifft er und bringt die Young Boys 1:0 in Führung. Diese Führung geht absolut in Ordnung mit Blick auf die vielen Möglichkeiten der Stadt Berne. Immerhin 1:0 für den Oberklassigen zur Pause. Die Fans können doch noch zufrieden sein. Aber die zweite Hälfte beginnt nicht nach ihrem Geschmack. Die Bieler spielen sich durch die IBE-Abwehr. Es kommt der Pass auf Schelassi und es steht 1:1. Der FC Biel jubelt. Das Tor herrlich herausgespielt, dann das Zuspiel von Riccardo Colamartino. Das ist der Ausgleich. Jetzt sind die Young Boys gefordert und sie haben auch gleich eine Chance. Aber wieder vergibt in Zame. Solche Tore macht er doch sonst mit links. IBE-Trainer Sioane bringt nun Guillaume Varro für Mittelfeldspieler Sanogo. Damit wird die Offensive der Young Boys massiv verstärkt. Entsprechend dauert es keine Minute, bis IBE nach dem Wechsel zur nächsten Möglichkeit kommt. In Zame. Aber der Ball ist nicht drin, es steht weiterhin 1:1. Wenn sie denn dazu kommen, spielen die Bieler aber weiterhin nach vorne. Ravila mit dem Zuspiel und Mike Natuli trifft zum 2:1 für den Unterklassigen. Biel auf dem Weg zur nächsten Cup-Sensation. In der 85. Minute liegt der FC Biel mit einem Treffer voraus. Das Tor erneut wunderschön herausgespielt. Biels Trainer Kurt Baumann feuert sein Team nun an. Aber die Partie ist noch nicht zu Ende. Eckball für die Young Boys, letzte Spielminute. Wölfli im gegnerischen Strafraum und der Ball ist tatsächlich drin. Der Ausgleich von IBE zum 2:2 ist Tatsache. Soleimani mit dem Eckball, Wölfli ist dran und Garcia trifft. IBE rettet sich in die Verlängerung. Biels Trainer Baumann ärgert sich und muss diese Verlängerung nun von der Tribüne aus anschauen. Und was er sieht, ist seine Mannschaft, die aufopfernd kämpft. Aber kurz vor Schluss, nach diesem Zuspiel von Garcia durch Varro, doch noch ein Tor kassiert. Die Young Boys schlagen den FC Biel nach 2 Last-Minute-Toren am Schluss mit 3:2. Die Bieler frustriert und die Young Boys müssen bis zur letzten Minute zittern und kämpfen, um diese Bieler niederzuringen. Da war nichts mit Kräftesparen. Eieiei, das war wirklich knapp gewesen.